Are you happy to be in the house of God this morning? Seid ihr glücklich, heute Morgen im Haus Gottes zu sein? Are you sure? Seid ihr euch sicher? Let somebody shout hallelujah. Tell your neighbor. Sag mal deinem Nachbarn. I will not be silent. Ich werde nicht still sein. Tell your neighbor again. Sag es deinem Nachbarn nochmal. I refuse to be silent. Ich widerspreche dem, dass ich still bin. Yes. Not just in worship. Nicht nur im Lobpreis. But in everything that has to do with God. Sondern in allem, was mit Gott zu tun hat. And all that has to do with myself. Und alles, was auch mit mir zu tun hat. I will not be silent. Ich werde nicht still sein. Yeah, that is what the song says. Das ist das, was das Lied sagt. The enemy expects us to be silent. Der Feind erwartet, dass wir still sind. But we refuse to be silent. Aber da machen wir nicht mit. Tell another neighbor. Sag mal noch einem anderen Nachbarn. If you don't have another neighbor, wenn du keinen anderen Nachbarn hast, look behind you. Dann guck mal hinter dich. Or look in front of you. Oder vor dich. And tell him or her. Und sage ihm oder ihr. Say, my neighbor. Mein Nachbar. I refuse to be silent. Ich werde nicht still sein. Yes. Ja. We thank God for today. Wir danken Gott für den heutigen Tag. It has been the will of the Lord. Es war der Wille Gottes. That we are breathing. Dass wir hier sind. That we are alive. Und dass wir lebendig sind. That we are called the living. Und dass wir die Lebendigen genannt werden. And that is what the word of God says. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt. Twice he said that. Er sagte es zweimal. He said only the living. Er sagte, nur die Lebenden, die Lebenden shall praise God. Werden Gott preisen. Those that have been buried cannot praise God. Die, die gestorben sind, die können Gott nicht preisen. Those that are gone into the deep cannot celebrate him. Die, die in der Tiefe sind, die können es nicht mehr sagen. How do you want to celebrate God today? Wie möchtest du Gott heute feiern? How do you celebrate yourself? Wie feierst du dich selbst? In silence? In Stille? No. Nein. But with hymns, songs, party. Sondern mit Liedern und mit einer Party. So how do you celebrate God? Also wie feierst du dann Gott? The one who makes it possible for you to have another year in your der, life. Der es dir möglich gemacht hat, noch ein Jahr weiterzuleben. We refuse to be silent. Wir werden nicht stille sein. That sentence in that song has to do with the words that we'll be hearing today. Dieser Ersatzteil in diesem Lied, das hat damit zu tun. Because it is the will of the enemies that we be silent. Denn es ist der Wille des Feindes, dass wir still sind. You know, you can still carry your Bible and be silent. Du kannst deine Bibel mit dir rumtragen, aber trotzdem still sein. You can still pray and be silent. Du kannst beten und trotzdem still sein. You can sing and be silent. Du kannst singen und trotzdem still sein. But the Bible say, aber die Bibel sagt, let the living. Lass die Lebenden praise God. Gott preisen. He said in Psalm somewhere. Es heißt es im Psalm irgendwo. He said, make a joyful noise unto the Lord. Macht einen freudigen Lärm für Gott. A joyful noise. Einen freudigen Lärm. When something is hurting you. Wenn etwas dich verletzt. You don't keep silence. Dann bleibst du nicht still. When something really hurts you. Aber wenn etwas dir hilft. You cry. Wenn etwas dich verletzt, dann weinst du. Und dann freut sich der Feind. He said, yes, I get her. Und er sagt sich, ja, ich habe ihn erwischt. He said, yes, I get him. Ja, ich habe ihn erwischt. But when something good happens, aber wenn etwas Gutes passiert, why do we have to be silent? Warum müssen wir dann still sein? We are the living. Wir sind die Lebenden. So we must praise God. Also wir müssen Gott preisen. Let somebody shout hallelujah. God bless you in Jesus' name. Segne euch im Namen Jesus. Father, we thank you for your goodness in our lives.
Vater, wir danken dir für deine Güte in unserem Leben. We thank you for what you alone have done. Und wir danken dir für das, was du allein getan hast. We thank you for what you alone will do. Und wir danken dir für das, was du alleine noch tun wirst. And we thank you for what you are going to do. Und wir danken dir für das, was du noch tun wirst. Father, we appreciate you so much. Und Vater, wir sind dir so dankbar. We ask that your presence be in our lives so strong. Und wir bitten dich, dass deine Gegenwart so stark ist in unserem and Leben. And we come against every power of fear. Dass wir gegen jede Macht der Angst angehen. So shall it be. Und so soll es sein. In Jesus' name. Im Namen Jesus. Amen. Amen. If you have your Bible with you, wenn ihr eure Bibel dabei habt, turn with me to the book of Revelation. Schlagt mit mir einmal die Offenbarung auf. Revelation chapter 12. Offenbarung Kapitel 12. Revelation chapter 12. Offenbarung Kapitel 12. We're going to read just one verse. Da wollen wir einfach einen Vers lesen. And that verse is verse 11. Und dieser Vers ist der Vers 11. Mm-hmm. I like this Bible. It's this one. It said, and they conquered him. Und sie haben ihn überwunden, heißt es in dieser Übersetzung. And they, let me just read from this translation. I love it. It says, and they have conquered him by the blood of the Lamb. And by the words of their testimonies, for they loved not their lives even unto death. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. And we have conquered him. Wir haben ihn überwunden. That is the word of the Lord. Das ist das Wort des Herrn. Do you believe that you have conquered the devil? Glaubst du, dass du den Feind überwunden hast? Well, somebody will say, but I'm still wrestling with him. Manch einer mag sagen, aber ich kämpfe immer noch mit ihm. Then you don't see yourself as a child of God yet. Dann siehst du dich noch nicht als ein Kind Gottes. Because when you are in God, denn wenn du in Gott bist, and God is in you, und Gott in dir, and the word of God says, greater is he that is in you, dann heißt es, größer ist der, than he, in dir ist, than he that is in the world. Als der, der in der Welt ist. Then he died for you. Er ist für dich gestorben. On the cross of Calvary. Am Kreuz von Golgatha. And before he gave up the ghost. Und bevor er seinen Geist aufgab, he said, it is finished. Sagte er, es ist vollbracht. It means troubles are over. Das heißt, die Schwierigkeiten sind vorbei. It means pains are over. Das heißt, Schmerzen sind vorbei. As a matter of fact, it means that you are overcomer. Es heißt sogar, dass du ein Überwinder bist. So, it says, and they have, and they, that means we, you and I. Und es heißt, sie haben, das bedeutet, dass es dich und mich meint. We have conquered him. Wir haben ihn überwunden. Let the conqueror shout hallelujah. Lass what God says in Romans. Und was im Römer? It says we are more than conqueror. Dort heißt es, wir sind mehr als Überwinder. We are more than conqueror. Wir sind mehr als Überwinder. By our own power? Durch unsere eigene Kraft? It says through him that lives in us. Sondern durch den, der in uns lebt. Who is he that lives in you? Wer ist es, der in dir lebt? That is the determinant whether you are conqueror or not. Das ist bestimmt darüber, ob du überwindest oder nicht. Yeah, but Christ lives in us. Aber Christus lebt in uns. And he said, we are more than conqueror. Und er sagt, wir sind mehr als Überwinder. That is what this passage is talking about. Darüber spricht diese Passage. Two things. Zwei Dinge. By the blood of the Lamb. Durch das Blut des Lammes. That blood was not shed for vain. Das Blut ist nicht umsonst geflossen. It was not just because but it was a wound. I mean, if someone wounds you, then you will have a bloodshed. Also, wenn jemand dich verletzt, dann blutest du und das Blut fließt. It says that blood was not just any blood. Aber es war nicht irgendwelches Blut. It says that blood makes us overcomers. Sondern dieses Blut hat uns zu Überwindern gemacht. And then the second thing. Und das Zweite is the words of our testimonies. Es sind die Worte unseres Zeugnisses. Oh, that is the reason why the devil wants you to be silent. Das ist der Grund, warum der Teufel möchte, dass and wir still many, sind. Many of us are truly silent. Aber viele von uns sind wirklich still. Whether you believe it or not, one way or the other, you are silent. Auf die eine Art oder andere Art bist du still. Because when was the last time that you truly testified?
Wann war das letzte Mal, dass du wirklich Zeugnis gegeben hast? I mean, testimonies is all around us. Zeugnisse sind überall um uns herum. To be alive. Überhaupt zu leben. We may see it as the smallest testimonies. Können wir als das kleinste Zeugnis sehen? But it is above every testimony. Aber es ist eigentlich über allen anderen Zeugnissen. Someone once told me. Jemand hat mir mal gesagt. I said I want to. When I grow up, I want to build a house. Wenn ich groß bin, dann möchte ich ein Haus bauen. I want to build that house. Dann will ich das Haus bauen. So big. So groß. That 11 apartments in the house. Dass dort 11 Apartments drin sind. Because we're 11. Denn wir sind 11. Also, my father gave birth to 11 children. Also mein Vater hat 11 Kinder geboren. And he built 13 rooms. Und so hat er 30 Räume gebaut. One room for each child. Ein 13 Zimmer, also ein Zimmer für jedes Kind. Entschuldigung. But then room and the front room and living room is for himself and his wife. Und das vordere Zimmer und das Wohnzimmer sind dann auch noch für seine Frau mit dabei. But then to call the story short, the person told me. Aber dann sagte dieser Mann. He thought the dream is so big. Dieser Traum ist so groß. And then he said, Wilson. Und er sagte, Wilson. You need to live first. Du musst erst leben. I didn't understand what he meant. Ich wusste nicht, was er damit meinte. I said, you think I'm going to die? Denkt er denn, ich sterbe? Of course I'm not going to die. Ich werde noch nicht sterben. I was too young to be thinking about death. Ich war noch zu jung, um darüber nachzudenken. I have a brighter future in front of me. Denn ich habe doch noch eine großartige Zukunft But vor mir. He came to light what he was talking about. Und dann brachte er aber ans Licht, worüber er sprach. That I need to be alive. Dass ich noch lebendig sein muss. Before I can have all these things. Bevor ich all diese Dinge erreichen kann. But we have an adversary, the enemy. Aber wir haben einen Gegner. Who fights us every now and then. Der uns immer wieder angreift. Many of us are even afraid to go to sleep. Und einige von uns haben sogar Angst, schlafen zu gehen. Just because we are afraid if we are going to wake up the next morning. Weil wir Angst haben, ob wir am nächsten Morgen überhaupt aufwachen würden. But the devil is a liar. Aber der Teufel ist ein Lügner. Because fear is not of the children of God. Denn Angst ist nicht Teil der Kinder Gottes. And fear is not from God. Und Angst ist nicht von Gott. You are overcomers in Jesus' name. Ihr seid Überwinder im Namen Jesus. You are overcomers in Jesus' name. Ihr seid Überwinder im Namen Jesus. My subject, before I keep talking. Mein Thema, bevor ich weiterrede, ist Zeugnis. Just that word, testimony. Einfach dieses Wort, Zeugnis. Because you shall testify. Denn du sollst Zeugnis geben. There are people here who will not be silenced. Da werden Menschen sein. Da sind Menschen hier, oh, die nicht still sind. Let me say this: There is someone in this place who will not be silenced. Okay, lass es mich so sagen: Hier wird jemand sein, der nicht still ist. Let that person shout a louder amen. Lass mich ein Amen hören. That you will not be silent anymore. Dass ihr nicht mehr still sein werdet. Because God will continue to reveal himself to you so strong. Denn Gott wird sich dir so stark offenbaren. And you will begin to see right from this moment the goodness and mercies of God upon your life. Und du wirst genau in diesem Moment sehen die Güte und Barmherzigkeit Because Gottes. When we share testimonies. Denn wenn wir Zeugnis abgeben. When we talk about the things that God has done. Wenn wir von den Dingen sprechen, die Gott getan hat. Or the things that God is doing. Oder den Dingen, die Gott tun wird. We are, in other words, giving praise to the name of the Lord. Wir geben ihm die Ehre. And God wants us to praise him. Und Gott möchte, dass wir ihm die Ehre geben. That is the only thing he expects from us. Und das ist das Einzige, was er von uns erwartet. Actually, that is the only demand from us. Und das ist der einzige Auftrag an that uns. We should praise him. Dass wir ihn preisen sollen. And sharing testimonies. Und Zeugnis abgeben. The things that God has done. Von den Dingen, die Gott getan hat. Even the one that he has not done, but he is going to do. Selbst von denen, die er noch nicht getan hat, sondern die er tun wird. God wants us to talk about it. Gott möchte, dass wir darüber sprechen. Why? Because he is God. Warum? Weil er Gott ist. He said, with him there is no other. Denn er sagt, neben ihm ist keiner. Well, let me tell us that many of us as believers. Und viele von uns Gläubigen. Including myself. Ich bin eingeschlossen. Before I come to the realization of some things about God, bevor ich zur Realisation komme über verschiedene Dinge von Gott, the things we talk about day in, day out are
the things that the enemy will do. Sind eher die Dinge, die Tag ein, Tag aus die Dinge sind, die der Feind tut. Oh, I'm so afraid to make these steps because I might, I don't know what might happen. Oh, ich habe so eine Angst, das zu tun, weil ich weiß ja nicht, was dann anschließend passiert. Oh, I can't talk about the things that is happening in my life now. I can't talk about my salary. I can't talk about my job. I can't talk about the new clothes or the new car because I don't know what people will do to me. Oh, ich weiß nicht, ob ich über das oder dies reden kann, über das neue Auto, über den neuen Job, denn ich weiß ja nicht, was Leute dann zu mir sagen werden. And when we do that, aber wenn wir das tun, we are giving power to the enemy. Dann geben wir dem Feind Macht. We are ignorantly praising the devil. Ohne es wirklich zu wollen, geben wir dem Feind die Ehre. Every time we exercise any activity that has to do with fear. Immer wenn wir irgendetwas ausführen, was mit Angst zu tun hat, we are giving power to the devil. Dann geben wir dem Feind die Macht. And by giving him power, it means we are praising him. Und indem wir ihm die Macht geben, preisen wir ihn. We are telling him of what he can do. Und wir sagen ihm, was er tun kann. Rather of saying what God can do. Anstelle darüber zu sprechen, was Gott tun kann. While I was, reflecting on this very much. Und als ich darüber nachdachte, because I had said to myself also, but we need to be careful. Denn ich sagte zu mir auch, aber wir müssen doch auch vorsichtig sein. I use God's word. Denn ich gebrauchte Gottes Wort. Jesus says, be wise as serpents. Denn es heißt in der Bibel, seid schlau wie die Schlangen. But as gentle as dove. Aber klug wie die Tauben. So many good, this nice word of God were coming into my life. Und so viele gute Stellen kamen in mein Leben, in meine Gedanken. God gave me a very good example. Aber Gott gab mir ein gutes Beispiel. Many of which we are going to hear from God's word also. Und viele werden das aus dem Wort Gottes auch hören. But this has to do with our everyday life. Aber das hat mit unserem täglichen Leben zu tun. If you are a lady in this place, wenn du eine Frau hier an diesem Ort bist, and if you are a man in this place, und wenn du ein Mann an diesem Ort bist, if you ever had a fiancé or a wife, und wenn du jemals einen Verlobten oder eine Verlobte oder eine Ehefrau oder Ehemann or hattest, you have a wife right now, oder jetzt eine Ehefrau hast, you see, men, we are ignorant of many things. Wir Männer, wir sind ignorant gegenüber vielen Dingen. And then, see, be careful whenever you're talking to your wife or your fiancé and she is quiet. Und wenn immer du mit deiner Frau sprichst oder deiner Verlobten sprichst und sie still ist, I think you should change the subject. Dann wäre es besser, wenn du das Thema wechselst. Because the reason why she's quiet, you don't want to know. Denn du möchtest besser nicht wissen, warum sie still ist. And that is why someone says, don't ask a woman, what are you thinking about? Darum sollte man besser nicht sagen, worüber denkst du, wenn man eine Frau das nicht fragen. But then, what I'm saying, men are we are ignorant of many things. Aber wir Männer, wir sind dem ganzen ignorant gegenüber. Imagine talking to your wife about your colleagues. Du magst mit deiner Frau über irgendeinen Kollegen oder deine Kollegin sprechen. This is what happens at work. Und das, was auf Arbeit ist. And this your colleague happens to be a lady. Und dieser Kollege ist eine Kollegin. And out of 10 minutes conversation. Und aus dieser Unterhaltung. You spend 6 minutes. Hast du 6 Minuten geführt. Not talking about the things that you were doing. Du sprichst nicht über die Dinge, die du dort auf der Arbeit tust. But then talking about that your colleague. Sondern du sprichst über deine Kollegin. Your wife will look at you. Deine Frau wird dich angucken. Or your fiancé will look at you. Oder deine Verlobte wird dich ansehen. If she didn't say anything. Und sie wird nichts sagen. Be careful. Dann sei vorsichtig. Because in other words, denn mit anderen Worten, you are talking about the lady and not the thing. Du sprichst über die Frau und nicht über die Arbeit. But as men, we do this ignorantly. Aber wir Männer, wir machen das so oft unwissentlich. So in the mind of the lady, then you are okay. Aber even if you are not thinking about it. Aber in den Augen der Frau denkst du, du wärst okay. Aber ohne drüber nachzudenken. Viele von uns denken, worüber spricht er? Aber ich weiß, wovon ich spreche. So, this is a kind of example, literally, that I could get to qualify this. Aber das ist ein Beispiel, um das zu qualifizieren. So, we should spend more time talking about God. Wir sollten mehr Zeit damit verbringen, über Gott zu reden. God has done.
und über die Dinge, die Gott getan and the hat. Things that God is doing. Und die Dinge, die Gott noch tun wird. And the thing that God is going to do. Und die Dinge, die Gott tut. Because fear of not doing that is not from God. Denn Angst, das nicht zu tun, ist eine Angst, die nicht God von Gott kommt. Wants us to testify. Gott möchte, dass wir Zeugnis geben. He wants us to make his goodness in our lives so visible. Er möchte, dass seine Güte so groß sichtbar ist so in unserem that Leben. The whole world can see. Damit die ganze Welt es sehen kann. Because testimony also is a witness. Denn ein Zeugnis abzugeben ist ein etwas darüber zu berichten. There are some people that we want to minister to. Da sind Leute, denen wir dienen wollen. That they, you know, they have gone through things in their lives. Sie sind durch Situationen in ihrem Leben gegangen. And then the only thing they want to hear is how they can get out. Und das Einzige, was sie hören möchten, ist, wie sie aus ihrer Situation rauskommen. But it's not enough to tell them what God will do for them. Sondern es ist nicht genug, ihnen zu sagen, was Gott tun wird. Without telling them what God has done for you. Ohne darüber zu berichten, was Gott für dich schon getan hat. Because how do you want me to know that this God you're talking about can help me when he hasn't helped you? Denn wie kannst du davon sprechen, dass Gott mir helfen wird, wenn du mir nicht darüber berichtest, dass so, er dir schon geholfen hat? Keeping our testimonies is also refusing to witness to others. Also unser Zeugnis für uns zu behalten, ist, hält auch zurück, dass wir das andere ihn kennenlernen. I have seen in services where someone's testimony is winning another person to Christ. Ich habe in einem Gottesdienst gehört von einem Zeugnis, das einen anderen Menschen für Gott erreicht hat. God do not want us to be silenced. Gott möchte nicht, dass wir still sind. Psalm 118, Vers 6 tells us. Im Psalm 118, Vers 6 heißt es, it says, what can man do unto me? Was kann ein Mensch mir tun? He said, God is my helper. Gott ist meine Hilfe. I shall not be afraid what man will do unto me. Ich brauche keine Angst haben vor dem, was Menschen mir tun können. I know some people who don't want to. I mean, this is just maybe another something that, well, it might be funny. But some people are afraid of even having you to see their album, the photos. Manche Menschen haben sogar Angst, ihr Fotoalbum weiter zu zeigen. I'm not talking about putting pictures on Facebook now. Denn ich bin nicht glücklich, Fotos in Facebook zu stellen. Because we are so scared. Weil wir so Angst haben. Oh, if they see who I am now. Wenn sie jetzt sehen, wer ich bin. Oh, maybe they will do something bad to me. Vielleicht tun sie mir dann was Schlechtes an. Oh, these are all fears from the devil. Aber das sind alles Ängste des Feindes. Hebrews chapter 13, verse 6 said the same thing. Im Hebräer 13, Vers 6 heißt es ähnlich. It also says, I will trust in the Lord. Ich werde dem Herrn vertrauen. He said, I will trust in the Lord. Ich vertraue dem Herrn. I shall not be afraid. Ich werde mich nicht fürchten. Look at your neighbor. Schau dir nochmal zu deinem Nachbarn. Look at him or her in eyes to eye. Schau ihm einmal nochmal in die Augen. Say, I refuse to be afraid. Ich widerspreche, Angst zu haben. This is the word of the Lord. Das ist das Wort des Herrn. If you truly a child of God, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, and then you know, und du weißt, that every day of your life, dass jeder Tag deines Lebens, the word of God says, fear not. Dass es da im Wort Gottes heißt, habe keine Angst. And we truly apply that to our lives in principle. Und wenn wir das wirklich in unser Leben hineinnehmen als ein Prinzip. You know, one thing is to know what God is saying. Eines ist es zu wissen, was Gott sagt. Another is to do what God is saying. Und das andere ist, das zu tun, was Gott sagt. And then Jesus said, how can you say you are my servant or you believe in me when you refuse to do what I say? Wie kannst du sagen, dass du mein Diener bist, wenn du nicht das tust, was ich dir sage? We refuse to live in fear. Wir widersprechen, in Angst zu leben. I want you to pray a prayer to yourself. Ich möchte, dass du ein Gebet für dich selbst sprichst. From this day onward, sage von diesem Tag an. I remove every garment of fear. Nehme ich jegliche Angst hinaus. And burn them in the name of Jesus. Oh, many are still not saying that. I refuse. Ich wieder sage. To live in fear. In Angst zu leben. Therefore. Darum. I remove.
Darum entferne ich garment of fear, jede Angst, that is been worn on me, die mir kommt. Ich entferne sie. And I burn them to ashes. Und ich verbrenne sie zu Asche. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. I will put my trust in the Lord. Ich will mein Vertrauen in den Herrn legen. The reason why I'm doing what I'm doing is because I trust God. Der Grund für das, was ich tue, ist, weil ich Gott vertraue. But if I refuse to do what I'm doing, that means I do not trust God. Denn wenn ich das nicht tue, was Gott möchte, dann heißt es auch gleichzeitig, dass ich ihm nicht vertraue. I could testify. Wie kann ich Zeugnis ablegen of God's goodness, von Gottes Güte, when deep inside me, wenn tief in mir I do not trust God. Ich Gott nicht vertraue. When deep inside me, wenn tief in mir, I do not believe that God can truly help me. Ich nicht wirklich glaube, dass Gott mir helfen kann. Though I confess it, auch wenn ich es bekenne, but how about doing it? Ich es aber nicht tue. It's not about confessing it. Es hat nicht nur mit Bekennen it's zu tun, also making it part of your everyday life. Sondern es hat damit zu tun, dass du es in deinem täglichen Leben verinnerlichst. I live to make God proud. Ich lebe, um Gott stolz zu machen. That should be the testimony of every believer. Das sollte das Zeugnis eines jeden Gläubigen sein. The devil is afraid of us. Der Teufel hat Angst vor uns. He is so afraid of us. Er hat so große Angst vor uns. But we do not know. Aber das wissen wir nicht. He is so scared. Er hat so fürchterliche Angst. Because he could see. Denn er kann sehen. This was why what was the name of this prophet now? This was why they couldn't harm him. Das ist der Grund, warum sie he could see the world that was in front of him. Sorry. He could see the people that was in front of him. Er konnte die Leute sehen vor ihm. And then he cried to God. Und er schrie zu Gott. And then God said to Und dann sagte Gott zu ihm, before I say anything, let me open your eyes. Bevor ich es sage, lass mich da deine Augen öffnen. And then when God opened his eyes, und als er dann seine then Augen öffnete, he saw that they that were with him, dann sah er, dass die, die bei ihm waren, auf and seiner Seite, more than they that were against him, viel größer, viel mehr waren, als die, die gegen and ihn the waren. Devil could see that. Aber der Feind kann das sehen. When he sees you, he is scared of you. Und wenn er dich sieht, dann hat er Angst vor dir. That we have no reason. Wir haben keinen Grund, to be afraid of him. Angst vor ihm zu haben. The Bible tells us he's like a roaring lion. Die Bibel sagt, er ist wie ein brüllender Löwe. You know, it's not even a lion. Es ist nicht wie ein Löwe. There was a simile that used to qualify him. Das ist nur ein Beispiel gewesen, um ihn zu beschreiben. It's not a lion. Er ist kein Löwe. He's like a roaring lion. Er ist wie ein brüllender Löwe. He roar. Er brüllt einfach nur. Just to be, for us to be scared of him. Dass wir nur Angst vor ihm haben. Just for us to be silent. Dass wir still sind. Of what God is doing in our lives. Von dem, was Gott in unserem Leben tun will. But we refuse to be silent. Aber wir widersprechen dem, because still zu sein. We also want to testify not only about what God is doing for us, but also for people to know that we serve a big God. Wir möchten nicht mehr still sein, denn dadurch können Menschen erkennen, was für einen großartigen Gott wir dienen. Whether we like it or not. Ob wir es mögen oder nicht. Jesus says, when the Spirit has come upon us. Wenn der Geist auf uns gekommen ist. The Holy Spirit has come upon us. Wenn der Heilige Geist auf uns gekommen ist. Luke of Acts chapter 1. In Apostelgeschichte, he said, and we shall be witness unto him. Dann sollen wir seine Zeugen sein. Witness unto him. Seine Zeugen. There are four places that were mentioned there. Da sind vier Dinge, die ich nennen möchte. In Jerusalem. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. In Samaria. And the utmost part of the world. Und der Rest der Welt. He said, "We shall be witness unto him." Wir sollen seine Zeugen sein. Many of us, maybe your own witness is sharing testimonies. Vielleicht ist dein eigenes Zeugnis zu geben. Come and see what the Lord has done or is doing. Guck mal, was der Herr getan hat und was er noch tun wird. Making songs, hymns, and sharing testimonies of what God is doing in your life. Wenn du Lieder schreibst über das, was der Herr tut in deinem Leben. He's
being a witness unto God. Dann ist das ein Zeugnis abzugeben von dem, was Gott tut. Somebody wants to hear that. Jemand braucht, muss das vielleicht jetzt gerade hören. A musician called Sonny Badu. Da gab es den Musiker Sonny Badu. He lives in England, he's from Ghana. Er lebt in England, aber kommt aus Ghana. He shared testimonies about his life. Er berichtet über Zeugnisse in seinem Leben. Through songs. Durch Lieder. And through one of his songs, a woman that was stamped barren. Und durch seine Lieder ist eine Frau, die unfruchtbar war, also keine Kinder kriegen konnte. When womb has been taken out. Ihre Gebärmutter war herausgenommen. It means that you can medically, technically not be pregnant anymore. Das bedeutet, dass medizinisch, technisch du überhaupt nicht schwanger werden kannst. But when the hand of God aber als die Hand Gottes is upon a person, auf einer Person ist, he can change the unchangeable. Er kann das unverändert. Er kann das verändern, was nicht veränderbar aussieht. He can restore the irrestorable. Er kann das Unmögliche möglich machen. Because he is God. Denn er ist Gott. And he said there was this woman who just put on that tape. Und da war diese Frau, die dieses Lied anmachte. And through the ministration of that tape. Und durch dieses Lied. It's not just the nice music. Es war nicht nur einfach diese schöne Musik. It's not just the nice voice of Sonny Badu. Es war nicht einfach die schöne Stimme von Sonny Badu. But the words that were released in that testimony. Sondern die Worte, die in diesem Zeugnis, in diesem Lied. It said the barren woman conceived again. Die Unfruchtbare wird wieder gebären. This is what God can do. Das ist das, was Gott tun kann. And no Bible passage has been quoted. Und keine Bibelstelle war darin erwähnt. But through making known the power of the Almighty. Aber indem die Kraft Gottes bekannt machte. That he is the creator of the heavens and the earth. Dass der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Another thing again. Noch ein anderes. Whether we like it or not. Ob wir es mögen oder nicht. The unbelievers, they see what God is doing in your life. Die Ungläubigen sehen es, was Gott in deinem Leben tut. Don't let them tell you what God is doing in your life. Lass sie nicht dir erzählen, was Gott in deinem Leben tut. You be the one to tell them what God is doing in your life. Sondern du solltest es sein, der darüber berichtet, was Gott in deinem Leben How tut. How do I know that? Wie weiß ich das? Psalm 126, verse 3. Im Psalm 126, Vers 3. He says, then say among the heathens. Dann sage unter den Ältesten. The Lord has done great things for them. Der Herr hat große Dinge für sie getan. It's all right for the enemy to hear your testimonies. Es ist wichtig, dass der Feind dein Zeugnis hört. But you be the testifier. Aber du musst derjenige sein, der das Zeugnis abgibt. Of what God is doing in your life. Von dem, was Gott in deinem Leben tut. Praise the name of the Lord through your testimony. Preise Gott durch dein Zeugnis. Because he is God. Denn er ist Gott. Halleluja. Halleluja. So let us testify of God's goodness. Lass uns von Gottes Größe Zeugnis geben. Shortly we are going to round up. Sorry. Shortly we are going to round up. Gleich, wir kommen zum Ende. Remember the story of that woman? Wisst ihr die Geschichte von dieser Frau? The woman that sat by the river. Die von der well. Von der Frau, die am Brunnen saß. In the book of John chapter 4. Im Johannes Kapitel 4. That Jesus says, give me water to drink. Wo Jesus zu ihr sagte, gib mir etwas zu trinken. You know, after many conversations between herself and the woman and Jesus. Nachdem sie sich lange mit Jesus unterhalten hatte, the woman was shocked. War die Frau schockiert. She said, I have never seen somebody who speak like you. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gesprochen hat. Said, only God can know everything about a person. Nur Gott kann alles über eine Person wissen. But Jesus says, that is God that he is talking with you. Und es ist Gott, mit dem du sprichst. And then what did the woman do? That is where I'm going. Und das, was die Frau dann tat, she das ist das, worauf ich mich beziehen möchte. Sie ging in ihr Umfeld und sie sagte, kommt und seht. Come and see. Kommt und seht. Somebody who could tell you what happened yesterday and what is going to happen tomorrow. Jemand, der mir sagen konnte, was gestern passiert und was morgen passieren she wird. Testified.
Sie gab Zeugnis. She didn't keep it to herself. Sie hat es nicht für sich behalten. No, she refused to be silenced. Nein, sie hat widersprochen, still zu Because sein. Because she knew the day of restoration has come unto her. Denn sie wusste, dass der Tag der Wiederherstellung zu ihr gekommen war. I want you to tell somebody now by your left or your right. Ich möchte, dass du jetzt jemandem zu deiner linken oder zu deiner rechten sagst. Tell the person, I refuse to be silenced. Sag ihr, ich werde nicht still sein. You see, God has helped me so far. Gott hat mir so weit geholfen. That when a strange message, I call them strange message comes. Dass ich eine eigenartige Botschaft mal hatte. Then I make it a conversation between myself. Und ich habe es mit mir selbst eine Unterhaltung geführt. Sometimes my daughter asks me, Daddy, are you talking to yourself? Und manchmal fragt man mich, sprichst du mit dir selbst? But I know what is going on in my head. Aber ich weiß, was es in meinem Kopf ist. But we say, I mean, we are so wise as human beings. Wir als Menschen sind so schlau. And then we say, und wir sagen, in other words, giving praise to the devil again. Und wir geben da dem Feind wird die Ehre. Yeah, but we need to be careful what we share and what we don't share. Wir müssen aufpassen, was wir weitergeben und was nicht. Yeah, didn't we know that the God who asked us to share testimonies know that? Wissen wir denn nicht, dass wir Zeugnis weitergeben sollen? Of course God knows we need to be careful. Natürlich weiß Gott auch, dass wir vorsichtig sein That's müssen. That's why he said we should be as wise as serpents. Deswegen sagte er, wir sollen schlau sein wie die Schlangen. But he didn't say to be as silent as serpents. Aber er hat nicht gesagt, wir sollen still sein wie die Schlangen. So in the book of James, im Jakobus, if we don't know how to do this, wenn wir nicht wissen, wie wir das tun sollen, to do the right thing and do it right way. Wie wir das Richtige und auf die richtige Weise tun. It says in the book of James, chapter 1, es heißt im Jakobus Kapitel 1, it says, is there any who lack wisdom? Ist da jemand, dem Weisheit mangelt? Let him ask. Lass ihn darum bitten. Because God don't want us to be foolish. Denn Gott möchte nicht, dass wir dumm sind. Because we can do the right thing and do it the wrong way. Denn wir können das Richtige auf die falsche Weise tun. That is why he directed me to the book. There is a story in the book of John chapter 9. Da gibt es eine Geschichte im Johannes Kapitel 9. You know, this story, wow, this story messed up my life in a good way. Diese Geschichte hat mich auf eine gute Weise durcheinander gebracht. I say, yes, I know what I'm talking about. Und ich weiß wirklich, wovon ich spreche. And yes, I know that at the hearing of this message, God is changing lives right now. Und ich weiß, dass Gott durch diese Geschichte Leben verändert. You know, that man was born blind. Dieser Mann ist blind geboren. And Jesus came and he passed and he healed the man. Und Jesus kam und hat ihn geheilt. He restored his sight. Er hat sein Augenlicht wiederhergestellt. And then the haters, they came. Und dann sind die Hasser gekommen oder die ihm sie nicht gegönnt haben. They said, that man who healed you is a sinner. We know the man is a sinner. Und sie sagten, dieser Mann ist ein Sünder. This man speaks heresy. Und er spricht Falsches. This man called himself God. Denn er sagt von sich selbst, dass er Gott ist. But aber they interrogated the guy. Sorry. They interrogated him. Talked with him. Aber sie haben mit ihm gesprochen. They were asking him funny questions. Und sie fragten ihm alle möglichen Fragen. Funny questions. Lustige Fragen. Questions that will make him speak against God. Dinge, die ihn gegen Gott sprechen lassen. But he said, "What you are talking about, I don't know." Aber worüber ihr sprecht, das weiß ich nicht. There is one thing I know. Denn da ist eines, was ich weiß. Once I was blind. Ich war blind. But now I can see. Aber jetzt kann ich sehen. So that is all I know. Das ist alles, was ich weiß. I know once I could not see anything. Und ich sage, ich konnte But einmal nicht sehen. God has healed me. Aber jetzt hat Gott mich geheilt. So all I want to do is praise the name of the Lord. Und was ich damit tun möchte, ist, ich möchte den Herrn preisen. And then they go unto his parents. Und sie gingen zu seinen Eltern. If this guy was so clever and could not talk. Und wenn dieser Mann so clever war und der nicht hätte reden Maybe können, they could, you know, woo the parents somehow and make them say something against God. Und vielleicht hätten sie dann die Eltern erreicht und dadurch etwas gegen Gott sagen können. And after all they have said to them,
Aber dennoch sagten sie nach danach, the wisdom of God is so great, die Weisheit Gottes ist so groß, it came out from their mouth. Und es ist aus ihrem Mund herausgekommen. Nothing else but is of age. Nichts anderes als, er ist schon in seinem Alter herangewachsen. That we can see in verse 23. Und wir können im Vers 23 they sehen, said he is of age. Er ist schon, he's not a baby. Er ist schon alt genug, er ist kein Baby ask mehr. Him, he can speak for himself. Fragt ihn selbst, er kann selber reden. Do you understand where I'm heading now? Versteht ihr, worüber, wo ich jetzt hin möchte? You can still hear your testimonies. Du kannst trotzdem noch dein Zeugnis and hören. Even your haters will hear it. Und deine, die dir es nicht gönnen, die werden es trotzdem hören. God will give you the wisdom to share your testimony. Denn Gott wird dir die Weisheit geben, dein Zeugnis weiterzugeben. And you will share it and glorify the name of the Lord. Und du wirst es weitergeben und du wirst Gott die Ehre and dafür God geben. God will silence them. Und Gott wird sie stille machen. You shall not be silenced. Denn du sollst nicht still sein. He said, ask him. Frage. He is of age. Er ist alt genug. He is not a baby. Er ist kein Baby he mehr. Can speak for himself. Er kann selber reden. And the man said again, und dann sagten I have told you, wir haben dir gesagt, whether ich habe euch gesagt, or not, ob er ein Sünder ist oder nicht, all I know, alles was ich weiß, is that once I was looking for a residence. Eins habe ich nach and now I have a residence. Einmal habe ich nach einem Platz gesucht und praise jetzt habe ich einen the name Platz. Of the Lord. Preis dem Herrn. Somebody is going to share a testimony in this place. Jemand wird ein Zeugnis sagen und alles was ich weiß. Once I was looking for a job. Eines Tages habe ich nach and einem now Job gesucht. I have the job of my life. Aber jetzt habe ich den Job meines somebody Lebens. Is going to testify. Jemand wird Zeugnis darüber that geben. Once I was babyless. Einmal war ich es war eine but Zeit, now wo, ich I am carrying a baby. Wo ich kein Baby hatte, somebody aber ich werde is going to testify. Jemand wird ein Zeugnis that geben. Once I was a tenant. A tenant. Ja, yeah, Mieter. Ah, ich war ein Mieter. And now I own a house. Und jetzt gehört mir ein Haus. Somebody is going to testify. Jemand wird Zeugnis geben. Above all testimonies. Ein Zeugnis, was once I was unbelievers. Ich war ein Ungläubiger. Once the devil had me. Und eines und der Teufel hatte mich. But now I am a conqueror. Aber jetzt bin ich ein Überwinder. And so shall it be in Jesus' name. Und so soll es sein im and Namen so Jesus. Shall it be in Jesus' name. Und so soll es sein im Namen Jesus. Hallelujah. Somebody Hallelujah. Praise God.